Heute habe ich mal was, mir was ganz, oder uns, wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Was heißt was Besonderes? Sonst zeigen wir immer Sachen. Jetzt einfach mal, ihr fragt, ich antworte. Ja? Da sind ein paar Fragen aufgetreten, die möchte ich euch einfach beantworten. Das sind einfach von Kommentaren aus YouTube, ein paar Sachen aus Facebook. Und da einfach für euch habe ich jetzt mal ein paar Fragen abgegriffen. Und die werden wir jetzt mal zusammen durchgehen. Die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsauto? Der Kameramann, der wird gleich lachen, weil der weiß es natürlich, weil das weiß jeder, der mich kennt. Und zwar, mein Lieblingsauto ist natürlich der C63 AMG, in dem Fall Baureihe W204. Für mich der perfekte Motor, der einfach keine Probleme macht. Der Sound, das ist einfach für mich das perfekte Auto. Aktuell kriegt ihr die schon für 28.000, 30.000 mit einer passablen Kilometerzahl und einer guten Ausstattung. Ja, das wäre Frage Nummer 1. Kommen wir zur nächsten Frage. Was empfiehlst du als Tuning-Fahrzeug? Ja, die Frage ist eigentlich auch relativ einfach. Also wenn mir jemand die Frage stellen würde, die würde ich ganz klar damit beantworten, mit einem VW Golf. Sei es GTI, sei es ein Golf R, sei es ein Edition. Auf jeden Fall sind das die Fahrzeuge, wo man für relativ wenig Budget relativ viel Leistung rausholen kann und wo auch ohne Probleme funktioniert und wo auch die Teile noch halbwegs bezahlbar sind. Ja. Nächste Frage. Was liebst du an deiner Arbeit? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ja. Was liebe ich an meiner Arbeit? Das ist auf jeden Fall so, man hat viel mit Kunden zu tun, man hat viel mit unterschiedlichen Kunden zu tun. Kein Kunde ist gleich, aber ich kann durch meine Arbeit jeden Kunden glücklich machen. Ja? Es ist oftmals so bei einer Softwaregeschichte, dass die Kunden, die freuen sich danach, das ist ja, wie wenn sie ein neues Auto hätten. Und das sind so Momente, ja, deswegen liebe ich meine Arbeit. Das sind einfach so Sachen. Ich kann Leute glücklich machen und das macht mich auch zufrieden und stolz natürlich. Oh, was war dein Highlight? Frage kann man jetzt zweideutig nennen. Mein Highlight, ich denke, er meint damit oder sie meint damit, was das Auto war, wo ich als Highlight oder als das Auto schlechthin sehe. Und das war natürlich der Audi A8 V10 Plus. Ja. Habt ihr gesehen schon Videos? Ich bin schon viele Autos gefahren, aber dieses Auto verkörpert Sound, Sportlichkeit, Optik. Ja, also da ist das Auto, wo ich sage, das war mein Highlight bis jetzt. Kann man jedes Auto tunen, fragt jemand. Ja, die Frage kann man jetzt nicht pauschal mit Ja beantworten. Es gibt natürlich Kriterien, wo man einfach sagt, nein, da macht man es lieber nicht. Hängt natürlich auch davon ab, was für ein Steuergerät verbaut ist. Kann das Tool dieses Fahrzeug, wie ist der Zustand vom Fahrzeug, wenn natürlich der Motor ölt oder am Turbolader irgendwas ölt, Geräusche macht, Turbolader pfeift. Einfach Symptome, wo man einfach sagt, nee, das lasse ich lieber, dann lasse auch ich die Finger weg. Ja? Prinzipiell kann man jedes Auto tunen, aber es ist halt immer die Frage, wie ist denn der Zustand vom Fahrzeug. Ja? Ich mache das nicht kilometerabhängig, weil es gibt auch Autos, die mit 300.000 Kilometern noch in einem guten Zustand sind, sondern ich mache es eher davon abhängig, wie sieht denn das Fahrzeug aus, was hat es für Mängel, guckt das Fahrzeug vorher an, haben wir Ölverlust, haben wir irgendwelche Geräusche. Fährt es nicht ordentlich. Einfach so Indizien, wo man einfach sagt, das sollte man lieber die Finger weglassen. Ja, dann kommen wir zur Rückseite. Michael fragt, welches Auto hättest du gerne mal in der Werkstatt? Das ist eine berechtigte Frage. Da greift man natürlich sehr hoch, weil es gibt solche Traumautos. Da steht zum Beispiel bei mir ein Porsche GT3 RS auf der Liste, wo ich mich natürlich freuen würde, wenn sowas meine Werkstatt besucht. Ein Huracan Performante bin ich, habe ich mich verliebt in das Auto. Und als drittes habe ich mal notiert ein SLS Black Series, was natürlich wahrscheinlich so schnell mal nicht der Fall sein wird. Das ist so das absolute Highlight, wo ich sage, das Auto, ja, das ist so mein Traum oder das wäre mein Traum, wenn sowas mal zu mir kommen würde. Ist YouTube ein Hobby? Fragt hier jemand. Das kann ich mit Ja beantworten, haben aber auch schon in zahlreichen anderen Videos gesagt, YouTube ist nicht dazu da, um das irgendwie als Hauptgeschäft oder irgendwas zu machen, wie es viele andere jetzt geschafft haben oder machen, sondern da geht es einfach nur darum, euch ein bisschen was zu zeigen
und für uns einfach ein bisschen Alltag, um einfach ein bisschen rauszukommen aus der normalen Schiene, einfach was nach außen auch zu zeigen, was machbar ist oder was man anbieten kann. Ja, deswegen mache ich oder machen wir YouTube. Gab es schon Probleme nach Tuning? Ja, ist eine Frage, das beantwortet keiner gerne. Ich bin jetzt selbstständig seit Ende 2013 und es gab natürlich schon das ein oder andere kleine Problem. Wer da sagt nein, der würde wahrscheinlich oder der lügt. Es gab mal einen Fall mit dem 1.8 Turbo, mit einer Turboladergeschichte. Allerdings sind da auch die Turbolader im Serienzustand schon problematisch, wenn es nur eine Revision 1 ist. Da hat man mal einen Turboschaden nach 2000 Kilometer Software. Muss man dazu stehen. Auch das wurde geregelt und hat da auch keine weiteren Probleme dargestellt. Kunde hat danach übrigens wieder Software bekommen und fährt jetzt seit bestimmt 2 Jahre mit diesem Turbolader ohne jegliche Probleme. Also kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Turbolader wahrscheinlich auch so kaputt gegangen wäre. Ja. Mit welchen Kameras wird gefilmt? Welches Videoprogramm habt ihr? Die Frage Videoprogramm kann ich beantworten. Und zwar heißt das Programm Magix Video Deluxe Premium 2018. Kostet knapp 90 Euro bei Amazon. Das ist jetzt Produktwerbung, Produktplatzierung. Gutes Programm. Ich arbeite mit dem jetzt erst, seitdem wir YouTube machen. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ist relativ einfach zum Handhaben, aber man kann trotzdem viel machen. Ja, also das ist so ein Programm, wo ich denke, damit kommt jeder relativ schnell klar, falls auch ihr sowas geplant habt. Mit welchen Kameras wird gefilmt? Aktuell mit der Kamera, das ist die EOS 57D, mit der wir filmen. Eine durchschnittliche Kamera liegt irgendwo so bei 550 Euro. Die ist, glaube ich, auch schon seitdem sie auf dem Markt ist, in meinem Besitz, seit 3-4 Jahren. Problemlos, die Kamera ist einfach zu bedienen und ja. GoPros natürlich, Hero 5 Season und Hero 6 für Filmen im und am Fahrzeug. Und die EOS 57D wird meistens hier draußen verwendet oder zum Fotos machen oder zum Videos auf dem Prüfstand machen, weil es da einfach mit dem Stativ und mit dem Platz doch einfacher ist wie im Fahrzeug. Es gibt natürlich auch Leute, die filmen mit einer Spiegelreflex im Fahrzeug. Ja, da nehmen wir meistens die GoPros. Da wechsle ich mich mit meinem Sponsorpartner, in dem Fall Mario, von den Schwabencheckern ab. Also wir wechseln die Kamera untereinander, weil nicht jeder hat natürlich 2-3 Kameras parat. Man hilft sich da gegenseitig. Ja. Jetzt würde ich sagen, das machen wir öfters, dass man vielleicht ein, zwei Monate mal so ein Video macht, dass ihr einfach eure Fragen stellt und ich beantworte sie euch. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend. Vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.